Deutschlands beliebtester Tierpfleger Jörg Gräser startet seine eigene Show auf YouTube. Nachdem Gräser seine Stellung als Wildtierpfleger verlor und in den Streichelzoo versetzt worden ist, startet der Tierpfleger nun seine eigene Show, Jörg bastelt wieder. Ja, hallo, hier ist der Jörg. Ihr kennt mich ja, denke ich mal, ein bisschen schon. Unterstützt wurde Gräser offenbar von Freunden und Familie. Auf YouTube kann man den Deutschen nun dabei beobachten, wie er zum Beispiel aus Obst und Gemüse eine Naschziege für Erdmännchen bastelt. Auch eine Online-Petition brachte den einstigen Star aus Elefant, Tiger und Co. nicht zurück ins Löwengehege. Die Zuschauer sind über die Rückkehr von Gräser erfreut. Bester Tierpfleger, wir freuen uns, dich wieder vor der Kamera zu sehen. Da gehörst du hin.